Dann stellen wir nämlich da oben auch schon mal die Durchsatzzähler hin. Die werden interessant und wichtig. Gut, es ist, glaube ich, gut zu wissen, wenn die da oben langsam den Geist aufgeben. Dann legt man nämlich jetzt hier erstmal wieder Strecke. Und wo ist er? Da. Da, einfach dahin. Wunderschön. Und dann verließen sie ihn auch schon. Hier mit Landfill weitermachen. Ja, kommst du weit? Denkst du, kommst du weit? Kommst du nirgendwo hin? Kommst du da? Einfach nirgendwo hin. Aber schön, wie die hier langfahren und diese Umleitung nutzen. Das finde ich gut. Na, da kommt der Zug, genau. Och, einfach umdrehen, was ist denn da los? Ach, ich weiß warum. Ja, weil hier nie genug. Es ist nicht genug Output da. Und ich lass die ja auch ausschalten. Falls nichts ist. Du jetzt dahin? Nee. Aber du bist doch bestimmt der von da oben, der jetzt hier hin will. Nö. Och ne. Wer will denn jetzt hier hin? Niemand. Die sind verwirrt. Ja, Eisenschmelzer out. Es sind zwei bereit. Was macht ihr denn? Aber schön, wie sie hier vier Stück reihen sich hier auf. Okay, niemand will Eisen haben. Willst du mir jetzt erzählen, du hast hier... Du hast alles, was du brauchst. Okay, gut. Ach, das war gar nicht Eisen. Das war... Ah, ja, okay. Gut. Ich bin auch blöde, sorry. Das kann ja mal passieren. Warum habe ich den Fisch einstecken? Hier, mach weg. Was mache ich denn? Esse ich den? Ich glaube, ich esse den gerade. Jetzt geht's mir wieder wunderbar. Ja, Fisch. Yam, yam, yam. Lecker, lecker. Gib mir mal deinen... Landfill. Dann machen wir mal die Umleitung jetzt so schnell fertig. Wir müssten dann irgendwann nochmal die Forschung für Militär nochmal machen. Da sind wir ja auch noch nicht so weit. Aber auf jeden Fall müssen die Schmelzen ausgebaut werden. Da reicht's nach vorne und hinten nicht. Beide. Sowohl Eisen als auch... na gut, Eisen geht. Aber Kupfer geht noch gar nicht. Und da habe ich eigentlich schon so viele. Oder mehr, als ich hätte gedacht, dass ich brauche. Aber es hatte ja schon mal jemand erzählt, mir, oder geschrieben, dass ich hier noch relativ klein bin. Aber da ich noch nie so groß gebaut habe, kommt mir das halt groß vor. So, hier. Mach dich den Laden. Dankeschön. Okay, dann müsste man jetzt hier mit dem durchkommen. Glaube nicht. Ich glaube, hier fehlt mir noch einer. Genau, die eine Reihe noch. Sonst kommen die... fällt es mir nicht ein, die Signale passen sonst, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, jetzt passen die Signale hin. Ja, genau. Signale passen hin. Da hätte ich gar nicht jetzt hier gleich die ganze Umleitung bauen, bis hoch. Da oben dann den Kreisel hin und dann können die auch hier lang düsen, wenn sie wollen. Will ich mir noch was überlegen wegen den Wartegleisen? Das ist halt die Frage, ne? Huch, ja, hier ist jetzt verkehrt. Macht nichts. Mach mal hier weg. Und dann kommt da ein Kreisel hin und dann ist das wieder gut. Kreisverkehr, Kreisverkehr. Haben wir hier. Na gut. Dann können wir den hier wegmachen, den und den. Den hier rücken wir einfach ein kleines Stück, dann passt er nämlich auch. Hier fährt schon einer lang. Das ging aber flott. Ich glaube, der Rest ist super. Nice. Das ist, wow. Schon die Uschen hier lang. Das hat sich gelohnt, okay. Das ist wenigstens mal eine Umgehung, die benutzt wird. Okay, die fahren jetzt sogar bis hier hinten lang.
Sauber. Sauber. Gut, dann ist der Herzinfarkt auch schon mal doch noch nicht so nah, wie es am Anfang aussah. Das nutzt man natürlich aus und erhöhen das Ganze jetzt hier gleich noch viel mehr. Ist die Frage, was machen wir jetzt? Was ist wichtiger? Jetzt den Kupferposten hier neu aufbauen? Oder lieber eine neue Kupferschmelze? Eigentlich wären jetzt hier neue Kupferschmelzen wären besser. So, ja, eigentlich schon. Machen die hier alle nichts. Ja, das Problem ist, ob die Züge dann beladen oder entladen werden. Die fahren ja alle los. Da könnte man Probleme kriegen. Also wir brauchen auf jeden Fall hier irgendwo ein Wartegleis. Zumindest für die ganz weit weg sind. Weil die halt, wenn jetzt hier bloß einer da ist mit Eisenerz ausladen und der geht aus, dann fahren die Züge heim, obwohl sie noch nie ausgeladen haben. Ist an sich jetzt nicht so schlimm, aber hier beim Ausladen werden sie betankt. Das heißt, die werden dann nicht betankt. Und dann kann es sein, dass die ganze Zeit Kreisel fahren, bis ihnen der Sprit ausgeht. Und das wäre doof. Was ist denn hier los? Faul oder was? Gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich. Hier. Nee, du. Ich weiß nicht, wer das hier spielt. Also, den habe ich. Den kenne ich nicht. Was ist denn das? Das gibt's ja alles gar nicht. Oder habe ich die aus Versehen weggerissen und der war da mal da? Kann natürlich auch gut sein. So. Hier hin. Da fehlt hier einfach einer. Manchmal ist es interessant. Oh, ich habe da hinten gar keine Effizienzmodule reingepackt in die Dinger. Sollte ich vielleicht mal machen. Ist interessant. Produziert relativ wenig an Umweltverschmutzung, der ganze Posten, obwohl er was weiß ich wie viel Erz fördert. Effizienzmodule sind halt ein Traum, ne? Die hier machen nichts, weil nicht so viel Öl gebraucht wird. Das heißt also, als nächstes Öl ausbauen ist nicht so eine schlechte Idee. Das heißt, wir schnappen uns mal ganz schnell so ein paar Geschwindigkeitsmodule und stopfen die da rein. Ja, hier lad mich erstmal voll, okay. Boah, wie viele habe ich denn hier von? Komm. Nimm mir das mal kurz ab. So viele brauche ich echt nicht davon. Noch irgendwas. Das Ding hier könnte weg. Wie kann ich denn das wegmachen? Ich habe keine Ahnung, wie man sowas wegmacht. C? Nö, C war es nicht. C ist irgendwas kaputt machen. Na, ich kenne den Trick hier. Du nimmst eine Kiste und packst dann da rein. Haha, dann ist weg. Aber es kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Ich weiß es nicht. Ich stopfe auch gleich den Landfill weg. Der nimmt mir ja auch Slots weg. Ich habe so wenig Platz. Ich wünschte, man könnte die... Sag schon. Ich wünschte, ich könnte das Ding hier größer machen irgendwie. Den Backpack. Oder meinen Rucksack, dass ich mir mitnehmen kann. Also noch größer, als es sowieso schon geht. Aber, naja, ist halt nicht. Ist halt nicht... Produzieren wir hier eigentlich immer noch? Ja, wir produzieren immer noch die Forschung dafür. Aber das lassen wir noch. Die will ich demnächst dann groß bauen und dann gucken wir mal weiter. So, hier 20 Dinger, wunderbar. Dann können wir doch mal wieder was machen. Strom, wie sieht es denn stromtechnisch aus? Ich habe das ja einfach in Ruhe gelassen. Ich habe mich ja verpisst und habe gesagt, kümmert euch mit eurem Dreck hier. Eine Stunde. Sieht sehr gut aus, ne? Unser Backup ist nicht mehr wurde nicht mehr in Anspruch genommen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug im Moment. Leider ist schwer zu sagen, wie viel genau, weil man
nicht sieht, wie weit die Akkumulatoren runtergegangen sind. Hier. Es gibt halt nichts, was dir sagt. Akkumulatorladung. Dann hätte man das sagen können. Was ist denn hier los eigentlich? Der ist voll. Hier ist ein R1. Das heißt, der hier ist aus, oder? Ja, ist er auch. Okay, nice. Zu viel Öl. Verrückt. Hier auch? Hier ist auch voll. Nice, sehr gut. Aber die arbeiten. Nee, hier ist auch voll. Okay. Ist hier oben etwa. Hier ist auch Rückstau. Okay, deswegen. Ja. Ja, jetzt habe ich mir extra die Geschwindigkeitsmodule genommen. Brauche ich nicht. Gut. Naja, doch, ich nehme sie jetzt trotzdem. Ich stopfe sie jetzt trotzdem hier rein. Lass mich mal hier durch. Danke. Hier Geschwindigkeitsmodule. Wo sind sie denn? Hier, 20 Stück. Rinder. Das erhöht natürlich den Energieverbrauch von den Dingern ungemein, aber dafür machen sie halt auch mehr. Ach komm, lass mich hier durch. Lass mich durch. Ja, dann machen wir jetzt als nächstes den Posten da weg, holen uns den Kupferposten, dann machen wir Kupferschmelzen. Weil ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich weitere Kupferschmelzen zu bauen, wenn wir keine Kupferposten haben. Das heißt, wir brauchen 4 Züge. Der Kupferposten wird 4 Züge brauchen. Das heißt, ich kann die eigentlich schon mal bauen. Wo war das? Hier oben. Jetzt. Nimm mit den Unsinn. Hier. Up. 4. So, das sind 2. 3. Nicht genug Komponenten. Und 4. Gut. Wunderbar. Haben wir 4 Züge? Nein, natürlich noch nicht. Ich muss noch hier die Wägelchen auch noch bauen. Brauchen wir 16 Stück von. So, 10. Oh ja, schon neues Material. Liefert, liefert. Liefert mir. Jawohl, gebt mir alles. Okay. Noch einer. Komm, gib her das. Ja, wunderbar. Da haben wir alles. Okay. Wir haben Stapelgreifarme. Dann nehme ich noch. Ach nee, haben wir bestimmt im Zug drin. Brauchen wir nicht. Haben wir. Wir sind einfach bloß mit dem Zug jetzt hier los und dann wird das alles gut. Hurra. Ja, wir müssen erst mal dahin zurück, wo der. Wie heißt denn das Teil? Den hier müssen wir erst abbauen. Kupferposten 5 war das. Der ist ja Geschichte. Ja, Kupferposten 5. Auf geht's, bis Inventar leer. Viel Spaß. Und danach kann er zu Öl fahren, von mir aus. Und sich dort einen bunten machen. Oder was auch immer er da macht. Dann haben wir gleich nochmal richtig schön Kupfer. Dann tun wir nochmal schön die Schmelzen erweitern und dann könnte man eigentlich die letzte Forschung in Angriff nehmen, die Militärforschung. Die brauchen auf jeden Fall Kohle. Was brauchen die noch? Da können wir nochmal gucken. Das ist ja schon eine Weile her, wo ich die Militärforschung gemacht habe. Granaten und. Ich glaube, Granaten und diese Türme, die Geschütztürme, genau. Ach, panzerbrechende Munition auch noch. Ja, das ist ja mehr, als ich dachte. Das dauert ein bisschen. Also, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber okay. Soll ja nicht alles hier so einfach sein, ne? Ne, mach weg den Unsinn hier. Den auch noch weg. Weg, weg, weg. Ja, die Zeichen bleiben natürlich noch da. Die Zugsignale und die Schienen lasse ich einfach auch da. Ich meine, brauche ich jetzt nicht wirklich. An denen wird es nicht scheitern, hoffentlich zumindest. Oh, das ist ja auch noch mit. Wunderbar. Oh, hier ist nochmal Erz. Aber nicht viel, okay. Nehmen wir mit. Ist wurscht. Alles einstopfen. Reinstopfen. Mitnehmen. Ja. Büdelüb, büdelüb.
Da ist kein Platz. Hier ist auch kein Platz. Da gibt's auch gar nicht. Ja, die da mal rein. Immer noch kein Platz. Kupfer wurde doch eh gleich weggelegt. Mach doch einfach. Da ist kein Problem. So. Achso, wegen den ganzen Kombinatoren. Oh, die sollte ich da oben auch mal nach hinstellen. Die Durchsatzzähler. Das ist eigentlich eine coole Idee. Wir machen den hier mal nicht weg, sondern wir adden Ö. Bis Inventar leer und fahren dahin. Dann stellen wir nämlich da oben mal schon mal die Durchsatzzähler hin. Die werden interessant und wichtig. Gut, es ist, glaube ich, gut zu wissen, wenn die da oben langsam den Geist aufgeben. Na, wie sieht's bei dir aus? Läuft noch. Alles sehr gut. Schön, schön. Ja, bei Factorio wollen sie demnächst, oder zum nächsten Update machen sie, glaube ich, die Kampagne neu. Die wird komplett überarbeitet. In der Hinsicht, dass das ganze komplette Spielsystem oder... Ja, halt einfach alles weg. Achso, du musst wieder da runter, sonst bist du im Weg, ne? Weißt du? Ja, Manuel. Natürlich. Die Kampagne wird in mehreren... Also da werden mehrere Sachen überarbeitet. Also, ja, halt quasi die ganze Kampagne, ne? Dass die zusammenhängender ist, dass die in einer Map ist, dass die Aufgaben sinnvoller sind mit, was du im freien Spiel auch machen würdest. So, dass der Plan am Ende ist, dass die Kampagne quasi wie ein sehr ausgedehntes Tutorial ist für das freie Spiel. So ist die Idee. Was ist denn jetzt? Achso. Dieses Spiel. So, wo habe ich denn hier meinen Durchsatzzähler? Hier ist er. Schwer zu sagen, ne? Wie setze ich den ein und verhindere... Ach nee, ich habe eine Idee. Ich habe dafür eine Idee. Da brauchen wir was extra. Hier, dreh den mal. So, ist der hier erstmal und funktioniert. Hoffentlich. Wir brauchen... Jetzt sehe ich ein paar rote Kabel auf jeden Fall. Rote Kabel. Alarm ist jetzt gerade, ja, macht nix. Ja, 5. Brauchen mehr als 5. Ja, das Surfen. Bup, 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 bup. Halt. Ach. Mann. So nicht, du. Ja, Linksklick, genau. Nicht aktivieren, deaktivieren, sondern Gegenstände auslesen. Mit Puls, richtig. Und, ups. Halt. Alle, bitte. Ja, komm. Nein, mach doch einfach alle, komm. Gut. Alle werden gepulst. Sehr schön. Ein Traum. So, der zählt jetzt hier den Unsinn. Was zählt er? Da kommt ein S raus. Und hier ist einfach, wenn S gleich 0 ist. Wir machen jetzt hier nicht S gleich 0, sondern S ist kleiner als... Wie viel kommt denn hier durch? 600. 500 pro Sekunde im Moment. Oder was ist hier eingestellt? R1. 2 Sekunden sind hier eingestellt. Okay, machen wir mal 60 tatsächlich. Ja, du da. 60 bitte. 60, okay, festlegen. Was wurde da gespeichert jetzt? 159. Sei unter 50. Wenn weniger als 50 pro Sekunde hier durchkommen, dann machst du Alarm. Hoch. Aber warum habe ich das jetzt nie gemacht? Hier 50, komm. 50 festlegen, traumhaft. Wie viele sind's? 262, genau. Und jetzt braucht man noch eine Sicherheit, dass er das nicht macht, wenn hier
blockiert ist, ne? Also das könnte ja jetzt hier auch, der Durchsatz ist ja auch null, wenn nicht abgeholt werden kann, weil keine Züge da sind oder so ein Zeug und dass er da keinen Alarm gibt, das wäre wichtig. Wir machen hier jetzt Eisenposten. Eisenposten. So, der hier gibt ja, ne, macht den Minusalarm. Und wir brauchen jetzt noch eine Bedingung, die den ausschaltet. Und zwar. Brauchen wir dafür auch wieder rote? Hier nochmal. Ja, machen die hier aneinander. Oh, hübsch. Wieso? Die haben angehalten, aber die anderen nicht, oder was? Das für ein Unsinn. Ja, komm her. Ihr macht kein aktivieren, deaktivieren. Ihr macht Puls, ihr macht auslesen, halten. Genau. Und das bitte hier, da und dort und da oben nicht. Genau, hier, da, dort. So, ihr seid jetzt alle auf halten eingestellt. Das packen wir jetzt nochmal hier auf N drauf. Auf einen separaten, aber sonst machen wir uns hier Ärger. Bup und bup. Wie viel ist jetzt hier? 50. Erz, obwohl das durchläuft. Ja, unter 40 dann, ne? Das heißt, wir brauchen noch einen Vergleicher. Habe ich hier noch einen? Nee. Hier noch ein Vergleicher. Stellt dahin. Achso, du gibst einfach auch hierhin aus. Genau. Damit dran dann, ne? Wenn Eisen größer als 40 ist, festlegen, dann gib ein E1 aus. Hatte ich, glaube ich, gesagt. E1, genau. Richtig, genau. Und dann gibt das Signal mit dahin. Das heißt, noch zwei rote Kabel. Passt. Und passt. Der gibt jetzt hier immer minus E1 aus, weil hier, der hier ist immer an. Und dadurch kann der nie an sein, weil der hier ist bloß bei E gleich 1. E gleich 1 ist bloß, wenn die beiden nicht gegeben sind. Okay, das sollte jetzt passen. Gut, gut, gut. Hübsch, hübsch, hübsch. Glaube ich zumindest. Aus irgendwelchen Gründen ist jetzt hier blauer. Ach so, ja. Blaue ist auch. Das war richtig. Nun gut. Okay, dann schnappen wir uns den hier mal. Na? Und fahren wohin? Ich weiß noch nicht. Fahren mal persönlich. Das klappt ja immer sehr gut. Deswegen muss ich ein bisschen sachte machen. Wir wollen ja jetzt hier dieses Kupferteil haben. Und dann nehmen wir uns gleich hier den. Genau den hier. Ja, sorry, ich blockiere dich hier gerade. Macht nix. Ich bin gleich fort. Dafür brauche ich hier nur den langen kurz. Den hier. Oh nein, er schießt. Ah. Bist du so doof? Nein, tu das nicht. Ich kann jetzt hier gerade. Nee, Mann. So blöde, ey. Ja, knall rum. Ist wunderbar. Du bist doch. Nicht mehr zu retten, echt, ey. Gut, gut, gut. Schießt du hier einfach rum. Was gibt's denn? Und wie die jetzt hier alle stehen. Wie die Hühner. Oh Mann. Okay, du mach dich bloß aus dem Weg hier, ne? Genau, mach dich hier hin. Viel besser. Jetzt kannst du hier rumballern, wenn du doof bist. Macht er aber ne. Fein, 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 fein. Nein. Er macht doch. Ich wollte ihn gerade loben, dafür, wie schön er die Füße stillhält, aber tut er nicht.
Warum ist hier so viel Holz? Kann an dir wahr sein. Ja, ich weiß. Ja. Aha, noch rechtzeitig hingestellt gekriegt. Puh. Das hätte auch ins Auge gehen können. So. Jetzt wird ja hier hoffentlich nichts mehr kommen.